Weißt du, was ich Lust habe? Auf so ein leckeres italienisches Sandwich. Das wäre es jetzt. Und das machen wir uns jetzt. Wir rösten ein paar Pinienkerne an. Geben sie in einen Mixer. Dazu kommt Parmigiano. Ein Stück Knoblauch. Ergänzen mit Basilikum. Viel Basilikum. Olivenöl. Salz und Pfeffer. Wir halbieren unser Brot. Vom unteren Part entfernen wir einen Teil des Inhalts. Den benutzen wir für die nächste Suppe oder essen ihn. Darauf kommt Mozzarella, Tomate, Rohschinken, nochmal eine Schicht Mozzarella, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Auf die obere Hälfte kommt Olivenöl und ein bisschen Knoblauch. Und ab in den Ofen damit, so lange bis der Käse geschmolzen ist. Italienisches Sandwich. Genau das habe ich gebraucht. Guten Appetit.